Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Hausflipper. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, indem wir hier einmal öffnen drücken und am besten auch mal den Sound etwas runterstellen, weil der ist doch relativ laut. Na, ist immer noch im roten Bereich. Ich habe ja hier so diesen Videoaufnahmedings so ein Dings und da sehe ich, dass das im roten Bereich ist und so. So. Ich glaube, jetzt sollte es gut sein. Gehen wir mal hier hin und benutzen das. Denn, ihr seht es schon, es gibt einfach nur noch vier ganze... Ja, wie sagt man? Vier ganze Dinge, die man hier machen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier gemacht habe. Ich kann mal kurz auf Fortsetzen drücken. Ah ja, habe ich schon gemacht. Hä? Ich habe das doch fertig, oder nicht? Ja gut. Da müsste ich ja mal kurz gucken, ob ich das fertig habe. Hupala, was mache ich denn hier? Raus haben wollte ich jetzt nicht. Okay, so. Gehen wir hier mal kurz rein. Kann ich gar nicht. Alles fertig steht hier. Ja. Beenden so. Jetzt müsste es eigentlich weg sein. Ich weiß nicht, was mit Steam. Mit Hausflipper manchmal los ist, aber irgendwie wird es manchmal auch einfach falsch angezeigt. Auf jeden Fall ist es anscheinend fertig. Übrigens nicht wundern, dass es diese Woche aktuell keine zwei Videos gibt. Also ich glaube, es gab jetzt keinen Tag, wo zwei Videos gekommen sind. Liegt einfach daran, ich habe im Moment ein bisschen was zu tun. Auch mit der Schule etc. Und da kann ich halt einfach aktuell nicht um 20 Uhr noch ein Video rausbringen. Es wird auf jeden Fall bald wieder sein. Wahrscheinlich nächste Woche. Was heißt wahrscheinlich? Nächste Woche kommt dann auf jeden Fall, denke ich, wieder um jeden Tag um 20 Uhr halt auch ein Video. Na, also 15 und 20 Uhr ein Video. Dieses Mal geht's aber aktuell in dieser Woche nicht. Könnte natürlich auch sein, dass das nächste Woche auch noch nicht klappt. Ich hoffe, dass es klappt. Und ja. Okay. Mit farbenfrohe Fiester. Klingt schon wieder so, als würde ich wieder nur Farben dingsen wollen. Müssen. Holla! Unsere große Familie wird bald in den großen Familienhaus eintreffen, um gemeinsam zu feiern. Leider wurde es eine Weile vernachlässigt und ist in keinem guten Zustand. Kannst du es für uns wieder herrichten? Oh, uns rennt die Zeit davon. Kannst du es für uns dekorieren? Es soll schließlich ein Freundefest sein. Besos, Aida Gonzales. Okay. Oh, ich hasse das. Manchmal habe ich auch einfach so Tage, da tut's weh, wenn ich rede. Und gerade das habe ich jetzt. Weiß absolut gar nicht, was es ist, aber nervt. Es nervt. Bitte laden Sie. Ich will, dass es lordet. Esse übrigens gleich erstmal ein Ei. Ein Ei. So, machen wir das hier mal weg. Gegenstand verkaufen. Langer Teppich. Tschüss. Einige die Verschmutzung. Den mache ich doch gerne. Ist irgendwo noch... Ah, jetzt hier so. Gegenstand kaufen. Fußmatte. Eigentlich machen wir das ja mitten im Eingang, ne? Dann mache ich das jetzt hier auch so. Blütenset. Ach du heilige Scheiße. What is that? So. Bügel. Ja, die Bügel würde ich sagen, kommen hier an dieser Wand. Ein Sparigel kommt auf der anderen Wand. So. Dann eine Deckenlampe, die darf natürlich auch nicht fehlen. Kommt hier eine hin und hier eine hin. Oh ne, das war's schon. Oh. Nee, nichts zu viel hier. Kürbis. Eins und zwei. Können wir auch mal anmachen hier. Dann hier noch sowas. Das packe ich hier mal einfach vor dieser Tür.
Und dann so Fahnen. Eins, zwei, drei. So. Gehen wir mal hier rein. Ich würde sagen, wir gehen direkt hier rein. So, räumen wir den Müll auf. So, das machen wir doch gerne. So. Zack. Gegenstand verkaufen. Kann sein, dass man hier tatsächlich alles verkaufen muss. Ja. So, verkaufen wir ja immer alles. So, Fenster reinigen. Ja, das machen wir auf jeden Fall auch. So. Zack. Und das hier auch noch. Bam, bam, bam. Ich kann dir mal gerne sagen, ob ich auch Haushilfe 2 spielen soll. Weil es gibt natürlich auch Haushilfe 2, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ist oder nur in der Beta. Ja. So streichen wir jetzt hier erstmal diese 40 Wände. So. Zack. Bam, bam, bam. So. Bam, und noch fünf weitere Wände. Ich würde sagen, mal hier. So. Gut, jetzt brauche ich einmal diese komische Tapete hier. So. Bam, fertig. So. Ich weiß nicht warum, aber jedes Mal ist hier immer so ein Stück noch übrig von dieser alten Wand. Und ich lasse das einfach auch so. So machen wir jetzt hier nochmal schön den Boden. So, ausnahmsweise mache ich das da auch. So. Und jetzt kaufen wir hier mal so ein paar Dinge. Ich sagen, das stellen wir einfach mal dahin und können wir auch anmachen. Ich glaube, das sind tatsächlich Dekorationen für einen Schrank, kann das sein? Nee, doch nicht. Gut, packen wir die hier tatsächlich alle auf den. Der Fensterbank. Kronleuchter, ja, der kommt so ein bisschen mittig. Dann so eine kleine Sitzmöglichkeit. Würde ich sogar hier in die Ecke packen. Würde, glaube ich, ganz nice aussehen. So. Dann kommt das hier auf jeden Fall an die Tür. So. Dann das Hochbett würde ich tatsächlich hier hin packen. So. Dann hier natürlich noch ein Bett, weil ein Bett reicht nicht. Und dann sogar noch ein Schreibtisch und den würde ich tatsächlich sogar hier hinpacken. So, zack. Dann natürlich noch ein Stuhl, dass man hier auch sitzen kann. Dann auch ein Nachttisch. So. Dann ein Teddybär. Ich würde sagen, den packe ich einfach auf den Nachttisch. So. Dann hier wieder diese behinderten Fahnen. Die kommen natürlich einmal dahin und einmal dahin. So, dann ein Stapel Bücher. Die passen am besten da rein. Dann noch ein Mond. Noch ein Mond. So. Foto Katzen. Dahin. Und hier kommt noch irgendwie ein Tier. Würde ich tatsächlich wieder hier drauf packen. Ey. Okay, so, zack. Perfekt. Dann haben wir doch das schon mal gemacht. Dann gehen wir jetzt hier rein. Machen das hier natürlich einmal weg. Ist doch ganz klar. So, reinigen das hier einmal. So, verkaufen einmal den Spülbecken und das hier. Und natürlich die Deckenlampe. So. Und streichen dann hier einmal mit Blau
Ich würde sagen, wir machen das einfach komplett blau. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie was anderes zu streichen mehr. So. Zack, zack, zack. Machen wir hier schön alles blau. So. Bam, bam, bam. Ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt. Oha. Ja, habt alle gute Arbeit geleistet. Fähigkeiten frei. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile sogar fast alle Fähigkeitspunkte. Also ich habe jetzt... Ja gut, bei dem Mob habe ich tatsächlich doch noch nicht alle. Ne? Also hier fehlen noch 591. Dann habe ich auch alle. Hier habe ich alle. Hier habe ich alle. Oh, ah. Zerstörung habe ich gar nicht so oft. Tatsächlich. Bauen habe ich auch nicht. Ja, aber für... Also... Eigentlich das, was man so am meisten immer hat, hat man schon. Und ja. So. Perfekt. Bodenfliesen. So. Nehmen wir hier einmal den Waschbecken. So. Wenn es im echten Leben auch so gehen, schnell gehen würde wie hier. Bam. So, dann holen wir uns nochmal einen neuen Spiegel. Der wird hier aufgehangen. Dann tatsächlich hier das. So ein Hängeregal, ne? Dann würde ich den ja lieber da hinnehmen. Voila. So. Dann hier nochmal ein Hängeregal. Wobei, den würde ich hier einfach hinpacken. Handtücher würde ich tatsächlich direkt hier hinpacken. Diese Lampe hier hin. Und dann auch noch da so hin. Hat man hier auf jeden Fall auch Licht. Dann Shampoo. Das kommt natürlich auf jeden Fall hier hin. Ah ne, das hätte ich in ein Regal stellen können. Ah, zu spät. So, hier hin. Zack. Toilettenpapier natürlich neben der Toilette. Was denkt man denn so? Zahnpasta. So. Trittfläche kommt vielleicht hier hin. Oder warte, wir stellen das hier hin, falls jemand das dann immer braucht. Kleines, aber feines Bild durch über die Toilette. Und natürlich noch jede Menge Handtücher. Die könnten wir sogar tatsächlich hier reinstellen. So, alles klar. Aber das Haus hier auch fertig. Das Esszimmer ist jetzt noch nicht. Gut, wir haben hier noch das Zimmer und dann... Was das? Ich würde sagen, Leute, ich mache einen kleinen Cut und dann seht ihr das einmal, wie das Zimmer fertig ist. So, hier seht ihr jetzt einmal das fertige Zimmer. So sieht das jetzt aus. Und ich würde sagen, wir gehen hier auch direkt mal raus und machen jetzt einmal hier noch das nächste und zwar das Esszimmer. Wir sehen uns gleich, wenn ich das einmal fertig habe. So, mein Lieben. Das hat jetzt, glaube ich, 20 Minuten ungefähr gedauert, das hier fertig zu machen. Auf jeden Fall ist jetzt hier die Küche. Die habe ich immer fertig gemacht. Und hier seht ihr jetzt boah, das Wohnzimmer. Ihr seht tatsächlich auch, hier liegt alles ein bisschen komisch rum. Ja, ich weiß nicht, wo das ja alles hin sollte. Allerdings habe ich das jetzt so hingelegt, wie es jetzt hier liegt. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ist für mich auf jeden Fall ein kräftiger Support. Abonniert diesen Kanal und habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.
the show and